Stromberg, Produzent denkt an der Kultserie. Markus Wolter, 55, bringt ein mögliches Comeback von Stromberg ins Spiel. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin DWDL verriet der Chef der Produktionsfirma Brainpool, dass er zumindest auf Ideen kommt, die Kultserie um Büro Ekel Bernd Stromberg zu reaktivieren. Im Interview wurde Markus Wolter auf MySpaß angesprochen, den hauseigenen Streamingdienst von Brainpool. Dabei erwähnte der Produzent, dass alte Folgen von Stromberg dort sehr erfolgreich seien. Das wecke bei ihm Fantasien. Da kommt man auf Ideen, sagte er. Auf die konkrete Nachfrage nach einem Comeback der Serie wich Wolter zunächst aus, wer Bernd Stromberg vermisst. Kann ihn täglich auf MySpaß sehen. Doch dann gab er zu, dass er sich natürlich schon Gedanken über eine Rückkehr der Comedy-Serie nach 10 Jahren gemacht habe. Ob Stromberg nun wirklich reaktiviert werde, liege an anderen. Markus Wolter erwähnte den Autor Ralf Husmann, 58, und natürlich den Mann, der Bernd Stromberg zum Leben erweckte, Schauspieler Christoph Maria Herbst, 56. Der Brainpool-Chef, der auch für das Comeback von TV Total verantwortlich ist, wünscht sich aber eine Rückkehr von Stromberg. Er liebe die Serie. Und er weiß, dass er nicht alleine ist. Würde man die Deutschen fragen, welches Format sie am liebsten wieder zurückhaben würden, wäre ich mir sicher, Stromberg ist unter den Top 3. Stromberg lief von 2004 bis 2012 in 5 Staffeln bei Pro7. Danach startete Brainpool eine Crowdfunding-Kampagne, um einen Kinoableger zu produzieren. Stromberg, der Film kam 2014 heraus.